So, meine lieben Freunde, lasst es geschehen. YouTube, herzlich willkommen. Wir schauen uns heute mal Hunt Showdown an. Warum wollte ich gerade Hunt Showdown sagen? Wir gucken uns ARK Survivor Evolved an. Und zwar auf 4K mit der 4090. Und wir schauen uns mal an, wie das hier so performt. Das ist natürlich ein uraltes Game und die Engine ist ein bisschen scheiße. Das will ich natürlich nur entschuldigen. Das ist wirklich so. Wir spielen auf jeden Fall auf episch, alles aufgerotzt bis Detailstufe abnormal. So wie es geht, Körnung und Bewegungsbeschärfung habe ich ausgemacht, weil das kacke aussieht. Wir gucken uns einmal den Unterschied zwischen episch und hoch an. Denn bei episch ist Can It Run Crisis, you know, so den Ding da. Man sieht halt schon 16 ms, ist halt nicht gerade geil, also das geht schon. Es sieht aber sehr beeindruckend aus. Vor allen Dingen, was wild aussieht, sind die Details von dem Dino hier. Wenn man sich das mal anguckt. Die Härchen, die Fußteile und den Schweif. Leute, es ist ein fucking altes Game, ne? Aber wenn ich mir jetzt mal angucke, wie detailliert so ein Dino in 4K ist. Und ihr auf YouTube geht und euch mal meine alten Videos anguckt von ganz früher und wie die Bildqualität da aussieht, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Ich meine, es sieht halt, es ist halt mit den Lichteffekten und so, also ich hab's halt noch nie so gesehen und ich finde es beeindruckend, wie es aussieht, ne? Ich finde das Spiel wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie es aussieht. Ich finde nicht, dass man das auf episch spielen muss. Auf hoch habe ich schon mal gespielt, reicht es tatsächlich auch. Und es sieht auch von der Qualität gar nicht so schlecht aus. Zeige ich euch mal. Auf jeden Fall episch haben wir mal gesehen, so 60, 59 FPS, 99% Auslastung. Wir sind bei 330, 340 Watt. Grafikkarte wurde im Power Target nicht geändert. Also lässt sich halt ganz normal spielen. Man braucht sich gerade für die epische eine Titan X. Also ich hätte gerne mal eine Titan X gehabt und hätte gerne mal gesehen, vor allen Dingen welche Auflösung, ne? Eine 79, GTX 79 habe ich gehabt. Gottes Willen, wann habe ich die gehabt? Ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen. Vor 7 Jahren oder so. Ich weiß nicht, ich müsste lügen. Ich hab keine Ahnung, wann das war. So, wir lassen alles hoch, nur Himmelqualität und das andere machen wir hoch. Oh, das stellt er dann auch mit hoch. Okay, dann lassen wir das tatsächlich auf hoch. Da sind sogar ein paar Sachen noch auf episch. Da machen wir mal anwenden. Und dann noch speichern. Und da sehen wir schon. Das verträgt sich dann etwas besser. Und es sieht halt trotzdem noch richtig... Oh, was war das denn? Sieht halt trotzdem immer noch gut aus, was ich halt eklig finde in dem Spiel. Deswegen mache ich das eigentlich immer aus. Wenn ihr wollt, dass das Spiel wirklich gut aussieht, dann macht diese Blendeffekte aus. Dann ist das nämlich nicht mehr so... Na, wie nennt man das? Es ist halt nicht mehr so schlimm dann. Und wir können auch mal auf hoch gucken. Also... Man hat wirklich nicht mehr so viel Unterschied, außer dass jetzt die Grafikkarte weniger ausgelastet ist, weil sie tatsächlich nicht mehr so viel zu tun hat. Und es sieht halt trotzdem immer noch sehr gut aus. So, wir müssen den Kollegen mitnehmen, weil falls wir angegriffen werden... Na komm. Komm, Muchacho. Ne, wir wollen ja hier den Benchmark auch machen und einmal mal ein bisschen zeigen, wie es aussieht. Wenn es halt nicht, wenn es halt andersrum ist. Oh, der will mir was klauen. Ah, der hat mir was geklaut. Oh, das hättest du nicht machen sollen, Kollege. Der hat mir was geklaut, ja. Und das habe ich direkt wieder gekriegt. Siehst du? Selber schuld. Wir machen hier einen Benchmark. Du hast uns nicht zu stören. Oh.
Da vorne ist ein fucking Spino. Da sollten wir nicht hingehen. Können wir ein Spiel nebenbei mal ein bisschen? Ich glaube, Ferngas kann ich erst bauen mit Kristall oder so einen Scheiß. Ist egal. Wir sind ja auch nur hier wegen dem Benchmark. Ja, dann gehe ich mal ein bisschen weg. Damit wir das mal... Wir schwimmen mal hier rüber. Und gucken uns das mal hier so ein bisschen an. Die Idylle. Sieht halt... Also es wirklich sieht sehr schön aus. Es fühlt sich so an, als wären wir richtig klein. Wir müssen halt nur aufpassen, dass hier keine Fleischfresser sind, Leute. Unser kleiner Kojote kommt halt immer hinterher. Ja, ist ja gut. Der will fighten, will der. Da hat er ihn angespuckt, habt ihr das gesehen? Ah, langsam geht er tot. Da hat er ihn wieder angerotzt. Besiegt. Das heißt, wenn man den am Anfang schon hat, dann hat man halt einen richtig guten Bodyguard. Bisschen Leben hat er verloren, aber das ist nicht so schlimm. Also, Spiel, dafür, dass es sehr alt ist, sieht es halt wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich werde auch nochmal einen Grafikvergleich machen mit dem Spiel auf der PS4. Eigentlich PS5, aber da steht halt immer PS4-Spiel dran. Es ist halt nicht optimiert. Leider. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Auch im epischen Bereich, nur da sind die FPS dann so niedrig, dass ich sagen würde, dass das nicht mehr wirklich schön zu spielen ist, wenn wir da bei 59 FPS fast sind. Aber sonst wirklich ein atemberaubend schönes Spiel. Liebe Leute, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.